Hallo Menschen, heute kommt der Klassiker-Tag, der von Steffis Leseleben erfunden wurde und sie lud mich auch dazu ein. Vielen, vielen Dank nochmal. Die erste Frage ist eher so eine Einleitung, damit vielleicht auch die Leute, die gar nicht so gerne Klassiker lesen, etwas zu sagen haben und sie lautet: Liest du auch heute gerne noch Klassiker oder sind sie ein Übel, das du mit deiner Schulzeit hinter dir gelassen hast? Ich lese auch heute noch sehr gern Klassiker. Sie nehmen nicht den größten Teil in meinem Leseleben ein, das ist immer noch die Gegenwartsliteratur, wobei ich mich in Abständen frage, warum ich nicht doch noch etwas mehr Klassiker lese, denn ich glaube, prozentual mache ich mit Klassikern immer bessere Erfahrungen. Also bei anderen Genres ist es so ein großes Auf und Ab, da hat man mal Glück, mal Pech, und bei Klassikern hatte ich zwar auch schon Pech, aber der Großteil ist halt wirklich für mich sehr, sehr gut und unterhält mich und manchmal fordert er mich auch. Deswegen frage ich mich, warum es nicht noch mehr ist, aber kurze Antwort ist ja, ich lese auch heute noch gern Klassiker. Dann geht es weiter mit, warum Klassiker überhaupt? Verschiedene Gründe auf jeden Fall. Ein großer ist, dass ich das Gefühl habe, dass so viel aktuelle Literatur sich auf Klassiker bezieht. Da gibt es 10.000 intertextuelle Verweise, die ich gerne verstehen möchte. Wenn jemand irgendwie so eine Andeutung in einem Buch macht oder nur einen Namen, dann möchte ich wissen, worauf sich das bezieht. Ich möchte so ein bisschen diesen Zusammenhang mitbekommen und das basiert eben meistens auf dem, was wir heutzutage Klassiker nennen. Ich bin auch jemand, der in Abständen den Kanon, der sich eben so entwickelt hat, kritisiert. Da ist eine Menge drin, bei dem ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Ich würde auch gerne noch andere mit hineinnehmen. Es ist halt vor allem in unseren Kreisen so, deutscher Kanon ist halt wirklich viele, viele Männer, viele, viele weise Menschen und nicht viel anderes. Da kommt man halt nicht mit anderen Dingen in Berührung. Deswegen werde ich auch, glaube ich, nie nur Klassiker lesen. Man muss halt wirklich so ein bisschen suchen, wenn man anderes haben möchte. Aber im Gegensatz, glaube ich, zu Steffi, die das ein bisschen anders sieht, finde ich, dass Klassiker tatsächlich meistens sehr, sehr schön geschrieben sind. Ich sage nicht, dass sie besser sind, aber oft begeistert mich die Sprache schon. Ich finde, das klingt alles manchmal etwas eleganter, oft auch ernster. Also das ist natürlich immer so eine Sache. Es gibt natürlich auch sehr gute moderne Literatur, ne? Ist ja klar, ich lese jetzt so einen Großteil auch moderne Literatur, aber gerade so sprachlich haben Klassiker etwas, was mich immer wieder fasziniert und ich bin aber jemand, der das halt gerne ausgleicht mit moderner Literatur, denn ich finde, sie haben oft etwas Allgemeingültiges drin, aber teilweise ist die Geschichte halt doch nichts mehr, was man mit unserem Leben jetzt richtig in Verbindung bringen kann. Man kann das natürlich interpretieren und dergleichen, aber ich brauche da immer noch so ein bisschen den Gegenwartsausgleich. Aber ein Klassiker zwischendrin hat immer wieder was Schönes, um einmal zu zeigen, was halt oder welche Werte, welche Themen so Jahrhunderte überdauern. Dann geht's weiter mit drittens. Drama oder Epik? Oder Lyrik? Also zwischen den beiden würde ich mich auf jeden Fall für die Epik entscheiden. Immer eigentlich. Egal, ob das moderne Literatur ist oder Klassiker. Ich lese in Abständen immer die Dramen, mal ganz gerne, aber ich werde immer, immer ein Prosa-Mensch sein. Ich liebe Romane, ich liebe auch Erzählungen noch mehr als die Dramatik. Warum? Gute Frage. Vielleicht, weil ich doch finde, dass Dramen im besten Fall aufgeführt gehören und dass halt vielleicht im reinen Lesen da ein bisschen was fehlt. Ich meine, die haben auch was, aber so ganz subjektiv ist bei mir einfach immer die Epik. Geht's weiter mit viertens. Deutsche Klassiker oder Klassiker aus anderen Ländern? Jetzt ist es ja fast schon ein bisschen frevelhaft, hier als ehemaliger Germanistikstudent nicht die deutschen Klassiker zu nennen. Aber wenn ich mal zurückschaue, was ich in den letzten Jahren so gelesen habe, dann sind es doch eher die anderen Länder. Vor allem Englisch- und Russischsprachige zurzeit. Es könnte natürlich auch daran liegen, auch wenn ich die Entscheidung nicht bewusst traf, aber dass ich durch das Germanistikstudium halt einfach eine ganze Menge deutsche Klassiker gelesen habe und jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, halt in diese anderen Richtungen aufholen zu müssen oder zu wollen, also dass ich mich damit einfach noch nicht so gut auskenne und deswegen jetzt eher in diese Richtung ausschweife, sag ich mal. Es stehen aber auch noch eine ganze Menge deutsche Klassiker auf meiner Wunschliste, also es ist nicht so, dass ich jetzt bewusst sage, oh Gott, ich will nie wieder deutsche Klassiker lesen, das Germanistikstudium hat mir gereicht, aber wenn man das betrachtet, was ich zurzeit lese, dann ist es anderssprachige Literatur. Daran schließt dann die fünfte Frage an, Klassiker im Original lesen. Jetzt ist Englisch die einzige Sprache, in der ich Bücher sonst noch lesen kann, außer Deutsch. Und da tue ich es auch. Also bis zu einer gewissen Grenze, zum Beispiel Shakespeare, traue ich mir noch nicht so richtig zu. Aber Charles Dickens habe ich jetzt auf Deutsch, auf Englisch gelesen. Auch Jane Eyre noch so in diese Region. Aber ich sag mal, dann vorher ist es vielleicht doch ein bisschen schwieriger für mich. Andere Sprachen kann ich einfach nicht. Mein Schwedisch ist schon wieder dabei zu verschwinden. Und ich habe in der Schule leider nicht die durchaus intelligente Entscheidung getroffen, mich vielleicht für eine Sprache des Nachbarlandes zu entscheiden, die man
immer noch spricht. Stattdessen kann ich jetzt Gallia est omnes divisa in partes res, quarum unam incolunt belge, aliam aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celte nostra Galli appellantur ansagen, was mir nicht besonders viel nützt. Und insofern lese ich englische Klassiker ganz gerne im Original und sonst kann ich leider nichts im Original lesen. Die sechste Frage dann. Achtest du darauf, welche Übersetzung du liest? Bisher gar nicht so sehr. Ich war aktuell eher so eine Verlagsleserin. Also ich vertraue zum Beispiel darauf, dass der Reklam Verlag das dann einfach schon gut machen wird. Oder genauso die Fischer-Klassik-Ausgaben. Da sind ja auch oft Anmerkungen drin, also sowohl Fußnoten als auch hinten nochmal ein Nachwort, Erklärungen und so weiter. Darauf achte ich, dass es jetzt halt nicht irgendwie die kostenlose E-Book-Ausgabe ist, wo man keine Ahnung hat, wer das eigentlich übersetzt hat. Aber ich fange zunehmend an, auch mal so ein bisschen zu schauen. Zum Beispiel will ich unbedingt, dass mein nächster Dostojewski von Svetlana Geier übersetzt ist. Ich habe nicht nur groß alles gehört, auch die paar Seiten, die ich da schon mal reinlas, fand ich sehr, sehr gut und ich freue mich schon darauf, dann halt auch wirklich eine gute Übersetzung zu lesen, die das wiedergibt, was im Original vielleicht drinsteckt, was man sonst einfach nicht mitkriegt, wenn es vielleicht nicht ganz so toll übersetzt ist. Dann die Frage, hast du eine Lieblingsepoche? Nein. Ich tendiere so ein bisschen zu dem, was ich moderne Klassik nenne, also eher so die 1920er rum, auch gerade noch so Fitzgerald, aber eher so Kafka. Ich hatte auch eine gewisse Vorliebe für die Expressionisten, aber dann lese ich halt auch wieder Dostojewski und das, ja, also ich habe mich da nicht auf irgendwas festgelegt. Als nächstes dann, hast du einen Lieblingsklassiker? Falls Paul Celan schon als Klassiker gilt. Also die Gedichte, die ich jetzt vor allem meine, sind in den 50er Jahren geschrieben. Das ist ja jetzt noch nicht uralt, aber ich sag mal, es ist ja auch schon vor über 50 Jahren. Und ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen die Grenze zum Klassiker. Dann möchte ich unbedingt diese Gedichtsammlung hier nennen. Das ist jetzt aus den gesammelten Werken der erste Band. Und das sind auch meine Lieblings-Einzelgedichtbände, die Paul Celan jemals veröffentlicht hat. Ja, das hat mich einfach so tief geprägt. Paul Celan ist immer noch derjenige, den ich auch so ein bisschen als Lieblingsautor nenne. Und die Gedichte sind fast schon Rückzugsort. Also da lese ich so oft rein, was ich mir notiert habe und so weiter und so fort. Ganz, ganz toll. Daran anschließend wäre halt die Antwort auf die Frage, hast du einen Lieblingsautoren? Auch Paul Celan, falls der doch etwas zu jung ist, dann ist es Dostojewski. Ich las ja noch gar nicht alles von ihm, vor allem die dicken Romane noch nicht, aber der hat mich damals schon so tief geprägt. Das ging in meiner späten Jugend los, genau mit diesem Buch, und hält aber immer noch an. Also ich glaube, das ist so eine ewige Liebe. Und die zehnte Frage ist folgendermaßen formuliert. For fun or for real? Und Steffi meinte damit so ein bisschen, ob man Klassiker eigentlich genauso liest wie jedes andere Buch, einfach so ein bisschen durch und Geschichte, oder ob man dann groß interpretiert, vielleicht noch Sekundärliteratur liest und sich wirklich hinsetzt und irgendwie verschiedene Stilmittel herausfindet oder so. Zum Großteil sage ich jetzt mal for fun. Es gibt ein paar Sachen, die ich einfach so aufgeladen finde mit Bedeutung, dass ich dann auch mal mich ein bisschen hinsetze, google, schaue, was gibt es denn da für Bedeutungen, die ich vielleicht nicht immer erkannt habe. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so dieses sehr, sehr, sehr ernste Lesen wie während des Studiums. Also, dass man wirklich mehrere Aufsätze noch dazu holt und kommentierte Ausgabe und hast du nicht gesehen, sondern ich genieße Klassiker eigentlich genauso wie andere Bücher und gehe dann auch relativ, naja, unvoreingenommen ran, kann man auch nicht sagen. Ich hoffe mir von Klassikern schon immer ein bisschen mehr als von anderen. Oder bin vielleicht einfach so ein Tick mehr enttäuscht, wenn die mich nicht begeistern. Aber im Großen und Ganzen mache ich das aus Spaß, das ist meine Freizeit. Das nützt mir auch auf Arbeit meistens so gut wie gar nichts. Da wollen die Leute eigentlich nur wissen, was man von den Neuerscheinungen hält. Und trotzdem lese ich ganz gern Klassiker. Und das waren schon alle Fragen. Ich muss mir erst nochmal anschauen, wen Steffi alles getaggt hat. Falls mir noch jemand einfällt, der mitmachen könnte, dann schreibe ich das hier hin. Ansonsten würde mich, glaube ich, von den Zuschauern vor allem mal interessieren, ob sie eine Lieblingsepoche haben und warum, was sie daran so begeistert, ob sie halt wirklich viel aus einer Zeit lesen. Das finde ich eigentlich ganz toll, wenn man sich auf so eine Sache konzentriert. Und dann danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.